In der Werner-Seelenbinder-Straße 16 bis 24 wird in den kommenden 2 Jahren erprobt, ob sich die Installation einer Photovoltaikanlage auf einem 11-Geschosser rentiert. Die Jena Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, hat hierfür 500.000 Euro insgesamt 520 Solarmodule installieren lassen. Neben der idealen Südlage des Wohnblocks sprechen eine ganze Reihe anderer Gründe für die Photovoltaikanlage in 32 Metern Höhe. Kein Laub, keine Verschattung, eine halbe Stunde eher aus dem Morgennebel raus als eine ebenerdige Anlage. Für eine Photovoltaikanlage ideale Voraussetzung. Niemand wohnt höher, kann drauf gucken und fühlt sich von so einer Anlage irritiert durch Spiegeleffekte oder so. Der Standort ist ideal. Alles andere als ideal waren hingegen die statischen Herausforderungen, die es bei der Installation dieser Anlage zu meistern galt. Eine aufwendige Stahlkonstruktion, die tief im Dach verankert werden musste, trägt die Anlage. Mit einer Fläche von 1000 Quadratmetern erzeugen die Schott-Solarmodule mehr als 100.000 Kilowattstunden pro Jahr. Da kann man sich ungefähr vorstellen, das ist die Menge, die ungefähr 40 durchschnittliche Haushalte pro Jahr an Strom verbrauchen. Eigentümer des Wohnblocks mit insgesamt 240 Wohnungen ist Jenas größte Wohnungsgesellschaft Jena Wohnen. Ebenfalls eine Tochter der Stadtwerke Energie Jena Pößneck. Bis Ende nächsten Jahres wird der 1970 erbaute 11-Geschosser umfassend saniert. Die Installation der Solaranlage auf dem Dach eines solch hohen Hauses ist für alle Projektpartner ein Novum. Man muss auch den ökologischen Hintergrund betrachten, denn jede versiegelte Fläche, die man neu versiegelt, greift in die Natur ein. Und hier haben wir quasi schon versiegelte Flächen, die wir einfach erweitert nutzen, was dann nicht nur mit erneuerbarer Energie zu tun hat, sondern auch mit ökologischer Nachhaltigkeit. Nach einem erfolgreichen Testbetrieb Ende September wird sich in den kommenden 2 Jahren zeigen, ob sich die Anlage wirtschaftlich rechnet. Sollte das der Fall sein, sind weitere Photovoltaikanlagen auf Jenas höchsten Dächern nicht ausgeschlossen.